Und weiter geht's. Gleicher Tag, gleiches Outfit, nicht die gleiche Figur, denn in diesem Video packen wir aus den Masters of the Universe Origins Cartoon Collection Skeletor. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Willkommen zurück im Motodad Wohnzimmer. Ja, ich sehe tatsächlich genauso aus wie im letzten Video, da ich die beiden Videos hintereinander aufnehme. Zeitpunkt des Aufnahmedatums ist Sonntag, der 24.03.2024. Gerade kurz davor haben wir diesen hier, den Cartoon Collection Man at Arms ausgepackt. Wundervolle Figur. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Und ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren Figur, und zwar zu dem Cartoon Collection Skeletor, der Evil Lord of Destruction. Und bevor wir anfangen, schauen wir uns erst meine Karte an, die ich behalte als OVP-Produkt quasi. Und dann schauen wir uns die Figur an für meine Mädchen, für meine Töchter, die ich auspacke. Sehr spannend, wie die angekommen ist. Ich habe es beim anderen Video schon erwähnt, die Karten sind alle nicht perfekt, aber was soll's. Ja, ich bin voll entspannt. Hier ist der Skeletor. Ja, wohl der Bösewicht überhaupt aus den 80er Jahren. Ja, und dann hier, schöne Karte, unpunched tatsächlich. He-Man and the Masters of the Universe, Skeletor, Evil Lord of Destruction. 80s, darum so, 80s Adventures. Und hier auf der Seite haben wir 6+. Schöner Hintergrund, schöne Karte mit Castle Grayskull im Hintergrund. Ja, und hier ist Skeletor dabei und natürlich hat er die Masken der Macht. Das heißt natürlich, er hat die Masken der Macht mit am Start. Cartoon Collection Aufkleber, ein bisschen schräg drauf, stört mich aber persönlich nicht. Mich stört auch nicht, dass der Gürtel ein bisschen hochgerutscht ist. Alles okay, alles easy. Mattel-Logo hier. Und auf der Rückseite haben wir hier einen bekannten Aufbau der Karte und hier sehen wir, wie Skeletor an Snake Mountain auf seinem Thron an seinem magischen Tisch sitzt und in der Perle ja, eine Beobachtung, ich nenne es einfach mal so, as seen on Masks of Power, ja, also die Masken der Macht aus Filmation includes Comic Book, das haben wir uns schon mal angeschaut. Und dann sehen wir hier, dass er als Skeletor auch diese beiden Masken, die hier mit dabei sind, aufziehen kann. Natürlich auch jede andere Figur. Bisschen Cross-Sell-Art der Cartoon Collection, He-Man, Beast-Man, habe ich euch schon gezeigt. Man-at-Arms habt ihr auch schon gesehen. Und jetzt aus dieser Wave tatsächlich jetzt endlich mal den Skeletor. Ein bisschen Verbraucherhinweise und das war's auch schon. So, hier ist die Karte von meinen Mädchen und die sieht ein bisschen anders aus. Wahnsinn. Aber hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur Mocksammler wäre, dann würde ich das jetzt hier, die ist hier auf, ne? Da hat der Kleber versagt, dann würde ich das jetzt wieder zurückschieben. So, ganz entspannt, ja. Zack, die Bohne. So, hier einen kleinen Tesafilmstreifen drauf machen. So, wie man es früher halt auch gemacht hat, ja. Ja, es ist halt sehr praktisch jetzt, die wird jetzt aufgepackt. Hier hat tatsächlich der Kleber versagt, hier oben auch. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr kauft einfach kein Gold. Es sind 20-Euro-Figuren. Hört auf, eure Nerven da kaputt zu machen. Furchtbar, kann ich da nur sagen. Furchtbar. Geht mir tierisch auf den Keks, wenn ich solche erwachsenen Männer lesen muss, die hier abgehen, wie was weiß ich was. Also, hier ist die Karte. Die ist hier offen. Also, ist wirklich gewaltig offen. Hier oben geht sie auch auf. Ja, kann passieren. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss gerade mal schauen, wie ich das jetzt schnell... Nee, ich muss sie trotzdem aufschneiden. Dazu haben wir natürlich wieder den altbewährten guten Schweizer. Jetzt schauen wir mal, wenn die offen ist, wie sich das aufschneiden lässt. Das ist mal reinkommen, das ist das große Problem, ohne dass ich was kaputt mache. So, ich habe es geschafft. War ein bisschen schwieriger, weil die ja so halb schon lose hing. Hier ist das Deckelchen. Cartoon Collection. Checker. Hier ist der Skeletor. Hat der Bändchen? Nein, auch keine Bändchen, das ich sehr, sehr gut finde. Das Schwert fällt fast raus. Ja, hier ist der Minicomic drin. Ich lasse den jetzt einfach drin. Es ist der gleiche Minicomic, den wir uns im Man-at-Arms-Video schon angesehen haben. Brauchen wir jetzt eigentlich tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr anschauen. Der hier halt. Ach so, doch, ich hole den raus, weil... Den
Skeletors Einpackzusatz wichtiger Hinweiszettel. Ja, den möchten wir uns anschauen. Cool, ich mag diese Zeichnung total. Ich weiß auch nicht warum, aber ich stehe voll auf diese kleinen Zettel. Geht es euch genauso? Schreibt es mir mal runter in die Kommentare. Okay, ja, hier ist der Skeletor drin, das Schwert, das wackelt hinten so ein bisschen lose raus. Das kann man auch wahrscheinlich, ja, gerade hier so rausziehen. Toll. Ja, viel Zubehör hat der Gute dabei. Und da ist er raus. Welch entspanntes Auspacken. Ich bin total glücklich darüber. Danke, Mattel. Danke, Mattel, tatsächlich für dieses schöne Auspackerlebnis. Gut, wir fangen an mit dem Zubehör. Und das, was ich als erstes herausgezogen habe, das ist tatsächlich sein Schwert. Ja, es ist glänzend. Komplett, also es hat keine besonderen Verfärbungen oder irgendwie sowas, dass mal was glänzend und was matt ist. Ja, ein Filmation-Schwert. Toll. Mir gefällt das. Ich finde es super. Ist halt super einfach auch. Ja, super schön und super einfach. Kann man machen. Sieht gut aus. Mir gefällt es. Ich habe da überhaupt keinen Schmerz damit. Dann kommt sein Havoc-Staff. Ja, sehr, sehr einfach. Machen wir mal so. Genau. Hier ist der Widderkopf mit der Perle hier im Hintergrund. Ja. Das gefällt mir so einfarbig, wie es halt einfach nur geht, aber es sieht schön aus. Und dann haben wir einfach einen lila Stab. Das war's. Mehr ist da nicht zu sagen. Aber irgendwie muss ich schon dazu sagen, der gefällt mir recht gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Widderkopf ein bisschen zu groß finde. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich finde, es ist ein Filmation passender Widderstab. Und da kann man tatsächlich eigentlich gar nicht meckern, finde ich. So, und dann kommen wir zu den einzelnen Köpfen. Ich kann mal kurz was schauen. Okay. Genau, dann kommen wir zu den einzelnen Köpfen. Hui, jetzt kommt aber die Sonne draußen. Wunderschön. Heute Morgen war es bitterkalt bei uns. Ja, hier sehen wir den einen. Auch schön, es ist ein Ockergold, metallischer Kopf. Das ist halt dieses Gold, was Mattel da so benutzt. Und wir haben trotzdem so ein paar Highlights reingesetzt. Mit Klarlack fällt kaum auf, ja, aber ein schöner Kopf, finde ich. Und dann haben wir den anderen Kopf noch, den männlichen Kopf hier noch mit am Start. Genau. Auch toll gemacht. Also ich finde, die beiden Masken sehen wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Das kann man nicht anders so. Das kann man nicht anders sagen. Gefällt mir. Beide haben hier die Packholes, um die halt den Figuren aufzusetzen. Von hinten sehen sie so aus. Moment. So. Auch schön. Also schöne Köpfe. Wirklich schöne Köpfe. So, jetzt muss ich erst auch hier mal wieder den Skeletor zurechtbiegen, weil diese. Ich muss so sehr auf Toilettenposition, ist einfach nicht mein Ding. So, der Gürtel, der rutscht natürlich immer so ein bisschen hoch. Ah, okay, sehr spannend. Ah, da können wir gleich mal reingucken. Ja, so, hier ist der Skeletor und der ist schön. Hier ist er. Ich finde den wirklich schön. Ich muss dazu sagen, das Gesicht auch hier wieder, es ist mir. Es hätte einen kleinen Ticken, einen klitzekleinen Ticken an den Zähnen, aber es ist halt eine Cartoon Collection, ja. So, schauen wir mal rein. Das ist das Problem, was ich hier so sehe. Man sieht das mit den Zähnen so schlecht. Man sieht es schon, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich finde aber den Kopf wirklich für eine Cartoon Collection echt schön gemacht. Der Super Seven-Kopf von der Vintage Collection, der hat mir tatsächlich ein Stückchen besser gefallen, aber es ist eine ganz andere Line, ja, weil der war besser rausgearbeitet, finde ich. Aber das ist ein schöner Kopf, das passt alles ganz gut. Ich hätte es halt nur gerne noch ein Ticken schöner gehabt. Ja, hier haben wir seinen Harnisch, der ist sehr einfach, wie das halt in der Cartoon Collection ist. Schön gefallen mir die Knochen, die haben eine gewisse Tiefe hier so auch in der Mitte. Auch hier, dass man hier diese Falten hier eingearbeitet hat. Das gefällt mir auf der Rückseite auch, ne? Da hat man auch die Falten eingearbeitet. Das sieht schön aus und auch
seine Kopfbedeckung. Ja. Ein bisschen muss ich dazu sagen, hier, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Diese Kinnpartie hier unten. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist keine schlechte Figur. So, jetzt bin ich aus dem Bild heraus. Habe ich mich aus dem Bild heraus erklärt. Ja, dann haben wir hier die Arme. Schön. Und den Oberkörper. Hier haben wir seinen Lendenschurz mit den drei Teilen dran. Die Beine. Der Rücken. Ja. Und die Hose. Und das Schöne ist, unter der Hose, ich mache jetzt mal das so, weil dann kann ich es euch besser zeigen, hat er auch einen einfachen Gürtel. Wie das halt bei Filmation so bekannt ist. Den Gürtel kannst du nicht aufmachen, den musst du halt hier so drauf machen und den Oberkörper wegmachen. So. Skeletor kommt, wie Man at Arms, auch mit zwei Griffen, einmal, zweimal. Und bevor wir jetzt anfangen, die Masken zu tauschen, würde ich ihm tatsächlich erstmal seinen Havoc-Staff in die Hand geben, weil ich finde, ein Skeletor braucht immer einen Havoc-Staff. So. Und ja, auch das sieht schön aus. Ich finde, das sieht richtig cool aus, wenn man ihm so diesen Stab hier in die Hand gibt. Ja, kann man so machen. Kann man auch so machen, dass er hier den Stab hat und hier das Schwert. Er hat keine Schwertscheide hinten drin, dass man ihm das Schwert in die Hand geben kann. Das macht aber auch, finde ich, irgendwie gar nichts. Ja, passt für mich. Machen wir mal so. Ja, auch das sieht gut aus. Passt. Alles super. Filmation. Man erkennt den Filmation-Skeletor. Und darum geht's. Ja, das ist das, was mir gefällt. Das finde ich toll. Gefällt mir wirklich gut. Der He-Man ist absolut Bomber, finde ich. Ich bin sehr gespannt auf Trapshaw und auf Teela. Die sind auch schon auf dem Weg zu mir. Jetzt machen wir mal den Kopf ab. Und dann nehmen wir mal den ersten Kopf. Das gleiche funktioniert natürlich auch bei anderen Figuren mit den Köpfen. Also bei anderen. Ja, so. Das sieht halt ein bisschen dämlich aus, aber es funktioniert. Und auch hier hinten, toll, dass man das sehr schön abgeschlossen. Ganz toll. Ich würde die Köpfe jetzt ganz ehrlich nicht aufziehen. Ich würde sie nebendran stellen. Und auch hier als Priester. Sehr schön, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Auch hier hinten, toller Abschluss. Das haben sie sehr, sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Man hat relativ wenig Spielraum hier, aber das kann man hier drehen, das passt. Alles gut. Also super schöne Figur. Ich bin total dafür. Wie gesagt, ich glaube, der Kopf hätte hier tatsächlich ein bisschen mehr Wash und Shading vertragen. Aber ja, so ist es jetzt nun mal. Skeletor aus der Filmation Line, aus der Cartoon Collection Line von Mattel. Eine tolle Figur. Ich bin wirklich begeistert. Er macht total was her. Er passt. Er sieht aus wie der Skeletor aus dem Cartoon. Nicht 1:1, aber ich glaube, das ist auch nicht so gewollt. Also es ist keine 1:1 Adaption der Figuren. Da sind sie natürlich zu weit weg voneinander. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, der sieht ganz, ganz, ganz großartig toll aus. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich euch das jetzt irgendwie alles so nochmal in die Kamera halten kann. Guck an. So, hier. Filmation, Skeletor. Machen wir mal so rum. Ja. Ja, genau. Filmation. Na, irgendwie schwierig. Filmation, Skeletor von der Cartoon Collection von Mattel. Eine tolle Figur. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin sehr gespannt, wo diese Line hinführt. Die Cartoon Collection wird meiner Meinung nach eine groß ausgebaute Kollektion werden, weil wir in der Hauptmarkt ist einfach der USA. Wir sind ja tatsächlich so klein im Vergleich zu den USA, auch heute. Natürlich waren wir in den 80ern der zweitgrößte Markt, ja klar. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute noch sind. Und selbst wenn wir es wären, sind wir einfach von unserer Gewichtung so klein im Vergleich zu den USA. Und USA ist einfach ein Filmation-Land. Und ganz ehrlich, ich kann es total nachvollziehen. Und ich freue mich so, dass diese Line gekommen ist. Du musst die ja nicht sammeln, wenn sie dir nicht gefällt. Ich sammle die mit meinen Töchtern, weil ich finde es toll und großartig und es macht mir sehr viel Freude. Warum? Ganz einfach, Mass of the Universe geht weiter. Und das ist das.
Wir sollten alle daran interessiert sein, dass es weitergeht. Ja, und von daher, schreibt mir eure Meinung bitte zu diesem Filmation-inspirierten Skeletor aus der Cartoon Collection in die Kommentare und hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben, ja, für dieses Video und natürlich auch für die Cartoon Collection. Jetzt beispielhaft der Skeletor. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bleibt gesund und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Motu-Dad und möchte mich bedanken bei euch, dass ihr dabei wart. Das ist der schöne Skeletor. Den kriegen jetzt gleich meine Mädels hochgebracht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald und gute Reise. Tschüss.